Guten Morgen, Freunde. Oh, ich bin noch ein bisschen verpennt. Meine Nacht war so lala. Ja, wie es halt so ist, ne? Erste Nacht nicht in seinem eigenen Bett im Hotel zu pennen. Ich war ziemlich lange wach. WLAN ist hier ein bisschen schlecht, musste gestern ein paar Sachen verschicken. Ging nicht gleich so gut. Egal. Oh, ich kann auf jeden Fall noch ein bisschen pennen. Aber ich stehe auf, wir sind zum Frühstück verabredet. Und ich habe so eine Mundwüste. Das glaubt ihr gar nicht. Es ist so warm hier drin in dem Zimmer. Heizungen sind alle auf Null, aber die Hütte brennt. Und also ich bin nachts auch öfter aufgestanden und habe das Fenster aufgerissen. Aber nützt alles nichts. Also Rumgeheule. Wir müssen aufstehen. Ich zeige euch mal kurz. Okay, schon mal kein Regen. Wow. Puh. Ja. Guten Morgen, Österreich. Ja, da tümmeln wir uns gleich auch in den Schnee und schauen mal, was heute so geht. Auf jeden Fall sind ja zurzeit diese White Pearl Mountain Days. Und hier sind so Events und verschiedene Acts legen auf. Und wir sind heute um 12 Uhr auch verabredet auf so einen gewissen Gig mit so einem DJ und sind irgendwelche Tickets für uns hinterlegt. Freue ich mich, könnte ganz lustig werden, aber ich muss erstmal klarkommen, duschen und dann zum Frühstück. Bis später, Freunde. Wir gehen jetzt erstmal gleich frühstücken und dann gehe ich mit Ivana, glaube ich, in einen Freizeitpark hier. Ich glaube, es wird richtig lustig. Das heißt, viel Spaß heute schon mal mit uns hier an dieser Stelle. Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Berlin. Ich melde mich hier aus dem Hotelzimmer und irgendwie merke ich, dass ich voll rot aussehe in der Kamera. Nicht, dass ich mir gestern einen Sonnenbrand eingefangen habe, aber eigentlich kriege ich nie Sonnenbrände. Das wäre das erste Mal auf jeden Fall. Wir haben nämlich so geplant, dass Ruben den heutigen Tag plant und ich den morgigen Tag plane. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wo mich Ruben heute hinführt. Ich habe keine Ahnung, was heute auf mich zukommt. Er meint, er hat Sachen geplant. Und ja, das Gleiche werden wir morgen andersrum machen. Dann werde ich alles planen und er hat dann keine Ahnung. Und ich würde mal sagen, ich mache mich jetzt direkt auf den Weg nach unten. Also, wir gehen jetzt einmal nach unten. Oben wartet nämlich schon unten. Hier ist mein Outfit. Ich habe dieses Oberteil von gestern an, dann so eine schwarze Hose und meine neuen Sandalen, die ich mir gestern geholt habe. Die sind so mit goldenen Steinchen. Und ja, das war's. Oh, Ruben, du siehst gut aus. Wow, Outfit on fleek. Sieht ehrlich gut aus. Ich mag diese zwei Farben zusammen. Ja, das hat voll was. Ich weiß nicht warum, aber es ist echt. Du siehst richtig schick aus. Was glaubst du denn, was wir heute machen werden? Ich weiß es nicht. Hast du gar keine Vermutung? Null. Ich glaube, wir werden irgendwo hingehen, wo eine schöne Aussicht ist. Ja. Ja. Und was ist das? Okay. Irgendwo auf jeden Fall, wo eine schöne Aussicht ist. Also jetzt gehen wir erstmal frühstücken. Ja. Aber nicht da, wo wir gestern waren, sondern woanders. Was Neues rausgesucht. Okay, Foodporn, Leute. Es geht ab. Avocado-Toast mit, keine Ahnung was, Alm. Salat, also Fruchtsalat mit Joghurt. Und auch ein Avocado-Toast. Ich habe keine Worte dafür. Mein Müsli ist ja nix. Nee, das ist das Shit. Guten Morgen. Wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt schon fertig gemacht, denn es geht zum Paket abholen, die zweite. Gestern hat das ja semi-gut funktioniert. Und ich probiere jetzt heute die Pakete, das Paket, keine Ahnung, wie viele es sind, dort abzuholen. Ich hoffe, es klappt alles. Danach bin ich verabredet zum Lunch. Da muss ich in die Stadt ein paar Erledigungen machen für ein Video, was ich drehen will. Und so sieht mein Tagesplan aus. Vielleicht schaffe ich sogar noch, das Video heute Abend zu drehen. Falls es so dunkel sein wird, wir haben ja Softboxen am Start.
Damit lässt sich bestimmt arbeiten. Und ja, der Dennis wird mich heute nur so halb begleiten. Also der geht jetzt gleich mit mir runter, aber der geht gleich zum Sport oder so und ich auf jeden Fall nicht. So, liebe Freunde, guten Morgen. Es ist der letzte Tag in Marbella. Heute ist Samstag und heute ist der einzige Tag, den wir mitbekommen mit schönem Wetter. Oder der erste Tag war auch schönes Wetter. Ja, jetzt gehen wir mal raus. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Die Sonne scheint. Es ist warm, bestimmt schon so 16 Grad oder so. Ja, um 16 Uhr jedenfalls werden wir abgeholt, um zum Flughafen zu fahren. Voll schade. Das macht uns sehr traurig. Aber ist okay, wir räumen jetzt noch die Wohnung auf und dann legen wir uns ein bisschen in die Sonne. Ja. Ist auf jeden Fall etwas viel aufzuräumen, weil wir nicht so die ordentlichsten sind. Aber das schaffen wir schon, glaube ich. So, ich bin ready. Ich fühle mich wieder wie ein Mensch. Und jetzt geht's ab zum Frühstück. So, naja, der vorbildliche Felix ist schon am Start. Ja, und ich glaube, das ist jetzt nicht alles, oder? Ah, es wird besser, es wird besser, es wird besser. Ja, doch, hier finde ich was. Nicht mehr ganz so viel. Doch, ich glaube, ich werde satt. Doch, doch, sollte hinhauen. Morgen, Felix. Hallo. Sieht doch ganz gut aus. Hi, ich würde gerne ein Paket abholen oder zwei. Ich weiß nicht, wie viele drauf sind. Ich habe meine Pakete bekommen, aber es war eine lange Diskussion und ich bin gerade ein bisschen angekotzt. Ich freue mich gleich auf meinen Kaffee. Dennis ist schon zu Lexi gegangen und hat, glaube ich, schon für mich bestellt. Geil. Dankeschön fürs Bestellen. Bei dir, ey. Ich habe mich so krass überfressen. Ich habe richtige Bauchschmerzen. Aber es ist nicht so schlimm. Ruben, wohin gehen wir jetzt? Okay, Leute, wir sind im reichen Viertel gelandet. Das sind hier Häuser, da wohnen auch Menschen drin. Das ist halt echt krass. Ich freue mich voll. Und zwar wurden Anushka auch, ne? Anushka wurde auch nominiert. Und zwar wurden wir beide nominiert für die About You Awards. Wir waren da bei Fitness, hab gerade für sie gewotet. Und Anu bei Upcoming. Hier. Da habe ich gerade für sie gewotet. Es würde mich so freuen, wenn ihr für uns beide voten würdet. Das wäre halt mega krass. Also die, das Voting geht noch ungefähr. Der Voting geht noch eine Woche. Nein, Spaß, Alter. Also das geht auf jeden Fall noch einen Monat, glaube ich, ungefähr 25 Tage. Und am 4. Mai werden wir dann auf der Bühne stehen und da werden die drei Bestnominierten nochmal von den Zuschauern dort live nominiert und dann gibt es halt den Awardpreis. Und oh mein Gott, Leute, das würde mich halt wirklich mega freuen, wenn ihr für uns beide voten würdet. Den Link dazu findet ihr in meiner Instagram-Bio. Dann wollen wir doch mal sehen, was hinter der Berlin-Crew steckt. Und ja, es würde mich mega freuen auf jeden Fall, Leute. Okay, also wir haben aufgeräumt. Schaut mal. Ja, Küche ist sauber. Ey, ganz ehrlich, wir haben mega gut geputzt.
Wir haben sogar das Bett wieder richtig bezogen. Mit 300 Millionen Stapeln Kissen und so. Ich habe schon gepackt. Das Bad ist auch sauber. Ist doch großartig. Ja, jetzt ist es ungefähr 12 Uhr und wir haben Hunger, also wollen wir Mittag essen. Und um 17 Uhr werden wir abgeholt zum Flughafen. 17 Uhr. Das heißt, wir haben jetzt noch locker 5 Stunden haben wir jetzt noch, genau, um am Pool zu chillen, weil heute ist ja wie gesagt schönes Wetter. Und ja, uns zusammen. Vielleicht komme ich dann doch nicht ganz bleich wieder aus dem Urlaub zurück. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ich wollte natürlich braun werden, aber ich gehe morgen nochmal ins Solarium und tue dann so, als wäre das Urlaubsbräune. Bisschen zurecht gemacht, angezogen was. Also ich meine, so viel brauchen wir gar nicht, weil es echt warm ist. Deswegen nieselt es auch ein bisschen und schneit nicht, leider. Aber ja, wir wollen uns jetzt ein paar Bretter ausleihen. Also ich habe eigentlich ein eigenes Snowboard, habe ich aber zu Hause gelassen, weil so nur übers Wochenende lohnt nicht wirklich die ganze Schlepperei im Flieger und so weiter. Deswegen holen wir uns jetzt ein paar Bretter und danach geht es erstmal auf den Gig. Schauen wir mal, was es wird. Felix steht das erste Mal auf den Brettern, beziehungsweise auf dem Snowboard. Ich werde ihm das ein bisschen beibringen, aber es wird schon laufen. Aber sonst habe ich schon Bock bei dem Anblick. So, you wanna get hardcore? Auf geht's! So, da runter, oder? Achso, ja. Ja. Aber ich nicht. Wie ist es eigentlich so mit so Halbschuhen durch den Schnee, Diggi? Obacht, falls jemand von der Piste kommt. Richtiger Schneeneuling, ey. Richtiger Großstädtler, richtiger. Richtiger Berliner im Schnee, Alter. Ich bin professionell. Bei mir ist hier kein Form. Guck mal, ich hab Grip, Alter. Jetzt slide ich hier durch, ey, der Junge. Mit seinen Bauarbeiterschuhen. Möchtest du wen grüßen, Philipp? Obacht, falls jemand von der Piste kommt. Obacht, falls jemand von der Piste kommt, hier oben. So, guck mal, ob wir ein Brett für dich kriegen. Yeah. Ich bin in der Bahnstation, warte auf meine Bahn. Es ist windig, es ist kalt, aber ich habe Hunger, denn ich habe nur einen Apfel und einen Kaffee gefrühstückt und ich freue mich gleich richtig Lunch zu haben bei Bramables. Da werde ich jetzt hinfahren. Ich nehme jetzt erstmal die Tram und dann die U-Bahn und dann bin ich gleich da. Denn es ist gerade am Tanzen. Alter, Alter! Was machst du da? Die Regenwolken verziehen sich, der blaue Himmel kommt, oh wie schön. Manchmal freue ich mich über die kleinen Dinge des Lebens. Ey Bruder, bist du down, down? Ey Schwester, bist du down, down, down? Ey Baby, bist du down, down? Ey sag mir, bist du down, down, down? Ey Baby, sag mir, bist du down für ein Take? Ja, Gute und ich, scheiß auf Flexen. So, ich weiß jetzt nicht, ob ich vorher schon erwähnt habe, mit wem ich mich treffe, aber ich treffe mich mit einem Kumpel von mir aus London, deswegen werden wir gleich auch auf jeden Fall Englisch sprechen und noch einer Freundin, die aus Kanada kommt, aber jetzt hier in Berlin wohnt und wir sind beides Veganer. Deswegen gehen wir auch zu Bramables. Ich habe da sonst immer nur Donuts gegessen, aber heute probiere ich mal auch die savory Sachen, also die herzhaften Sachen. Ich glaube, die haben so Bagels da und was gibt es da noch? Keine Ahnung, muss ich mal abchecken. Und es stinkt in dieser Bahnhaltestelle, Schönleinstraße, so hart nach Pipi. So, Friends, wir sind jetzt hier bei meiner Überraschung für Ivana angekommen. Das Doofe ist nur, dass der Taxifahrer mich halt nicht verstanden hat. Ich wollte eigentlich, dass wir diese Tram hier hochnehmen. Ich wollte zu der Tramstation fahren, aber er hat uns jetzt einfach hochgefahren, wo die Tram halt hinfährt. Wir haben jetzt nämlich zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen hier in den Freizeitpark oder wir fahren mit der Seilbahn auf die Spitze des Berges und haben eine Aussicht. Wir können auch beides machen. Lass beides machen. Freizeitpark. Aber ich muss erst auf Toilette. Ja, geh da. Ich zeig euch auf jeden Fall trotzdem mal hier diese blaue Tram. Mit der wollte ich eigentlich hier hochfahren.
Aber irgendwie hat das nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Egal. Da oben ist so ein Schloss oder sowas, so eine Kirche. Ein Schloss, lol. Das ist eine Kirche und ich glaube, da oben kann man irgendwie hinfahren mit so einer Seilbahn. Also man könnte auch hochwandern, aber das mache ich bestimmt nicht. Und hier sieht es so aus. Und die Aussicht von hier ist auch schon krass, krass geil. So Leute, ich war jetzt erstmal kurz pinkeln. Ja, Ruhm hat mir gerade gesagt, dass es entweder zum Freizeitpark geht oder gute Aussicht. Ich bin für beides natürlich. Also da gibt es jetzt nicht so viel, aber das hat der Einzige, der jetzt hier ist. Ja. Und da gibt es halt ein Riesenrad und eine Achterbahn und Okay. Das kostet 30 Euro. Aha. Wo müssen wir denn lang? Ich habe keine Ahnung. Ich habe gar keine Ahnung. Dann frag doch nach. Der Freizeitpark. Ich habe keine Ahnung. Ach, hier. Lieb auch, dass wir erstmal direkt vorbeilaufen und erstmal gar keinen Plan haben. Oh Gott, Seilbahn, ich sterbe. Nee, ich sterbe. Fuck my life. Oh Gott. Übrigens, kurze Randinfo, ich habe Höhenangst. Wir haben jetzt hier so Armbänder bekommen und damit gehen wir jetzt da rein. Wollen wir einfach die nächste nehmen? Die nächste nehmen, das dauert doch noch Ewigkeiten. So, ich habe jetzt meinen Freizeitpark-Armding hier an und ich habe hier so eine Broschüre bekommen. Ich habe jetzt schon. Wow, okay, chill. Ich habe jetzt schon Angst vor allem. Hilfe. Da gibt es voll viele Sachen. Das Schiff können wir auch machen. Oh mein Gott, ich will mich gerade wieder so wie früher, wo ich ganz klein war, sind wir immer so zum Freizeitparks gegangen. Und ich fühle mich gerade wieder wie früher. Wir müssen jetzt gegenseitig unsere Reaktion hören. Unsere Reaktion, wie wir mega spannend hier hochfahren. Das ist super spannend. Geht so. Hauptsache ich geht. Das macht voll Spaß. Wir sind ausgerüstet. Das ist typisch halt, ne? Helm, bing, bing. Nie vergessen. Gefährlich. Sonst. Board. Und Schuhe. Felix hat keine Snow und keine Skihose bei. Also wird es in Jeans probieren. Das wird nochmal Heike. Ja. Sieht ja hier fast aus wie bei uns im Wohnzimmer. So, keine Ahnung, ob der schon da ist. Bonjour, how are you? Was geht ab? That was very good German. Yeah, by the way, I'm vlogging. Is it okay if I show you? Yeah, of course. Was geht ab? Do you want to introduce yourself? Hello, my name's Josh, aka the Able Dude, songwriter from the UK. So. Yay, okay. Ich rede jetzt mal auf Deutsch weiter. Wir essen jetzt hier, bestellen uns gleich was. Okay, bis gleich. Also Leute, wir sind jetzt hier angekommen in diesem Freizeitpark. Und ich muss einmal meine Props an Ruhm geben,
gesprochen, dass er mich überrascht hat damit. Weil ich liebe sowas, Leute. Ich liebe einfach sowas. Ich liebe Freizeitparks, ich liebe Adrenalin, ich liebe Höhen, ich liebe gute Ausblicke, ich liebe einfach Reisen. Und damit hat er alles richtig gemacht. Dankeschön, Ruben. Ich liebe fast nichts davon außer Reisen. Aber here we go, ne? Erstmal die Aussicht anschauen. Boah, das sieht aber auch schon echt geil aus. Oh, schön, das ist eine Kirche, ne? Ja. Ich glaube, das ist sogar so die Kirche hier. Wow. Book of Gottesdienst? Speicherkarte, mobilen Akku, mal ganz wichtig, mobilen Akku habe ich, ist mal ganz wichtig hier im Skigebieten, weil es mega kalt ist, eigentlich, jetzt ist ja warm, aber weil das iPhone kackt sofort ab, das wollen wir nicht. Ja, dann habe ich glaube ich alles. Und jetzt fahren wir auf so eine Alm, also eine Hütte quasi, und da ist so ein Festival. Und jetzt mal schauen, was uns erwartet. Ich habe eiskalt einfach nur eine Lederjacke an, weil, wie gesagt, es ist nicht mal kalt hier. Nicht so optimal zum Snowboarden, ne? Schauen wir mal, was nachher geht. Wir haben zum Glück wieder einen Shuttle-Service. Es regnet. Nice. Hallo. Hi, grüß. So. Ich hoffe, ihr versteht mich, weil es ist sehr windig. Wir haben jetzt fertig gegessen. Wir gehen jetzt ein paar Cupcake-Zutaten einkaufen, weil ich ja heute noch backen muss. Und die beiden begleiten mich. Und dann werden wir, glaube ich, nur noch in der Wohnung chillen, weil es ist echt kalt und ungemütlich draußen. Josh hat das Muffinblech gefunden. Jetzt suchen wir noch ein bisschen Deko und nach Förmchen und dann sind wir bereit zum Backen. Okay, wir haben nicht alles gefunden, aber ich habe Schneebesen, ich habe Konfetti, ein Backblech, Förmchen. Thanks for presenting them, so, so lovely, lovely. If you a scared motherfucker, go to church. If you a gutter motherfucker. Clacking, pistol packing, crip ragging, folio. Who the only nigga in the club with the Tulio? You ain't know? Yeah, you did. There it was. There it is. Is that Coolio? No, bitch, let me in. Jibba jabba, snatch it, get at you. Spit at actors and rappers. Hang out with kidnappers and jackers. Make money off crackers. Can you imagine how I keep shit cracking? It's the big boss song. I'm back in. Wir haben ein kleines Problemchen. Wir waren jetzt auf ein paar Dinger drauf, aber das Problem ist, wir dürfen da nicht drauf filmen, weil da drauf war es halt irgendwie gefährlich, man durfte auf jeden Fall nicht filmen. Deswegen werden wir jetzt wieder die Rückreise antreten. Und wir führen euch zu der nächsten Überraschung. Genau. Ich bin natürlich nicht unvorbereitet und habe schon eine neue Idee, wohin wir jetzt gehen. Ich weiß nicht, was Ivana davon hält, aber ich habe gegoogelt und ein bisschen Research gemacht und das soll ganz cool sein. Das heißt, wir gehen da jetzt mal hin und lassen uns überraschen. Du siehst gerade aus wie so. So. Okay. Hier, ungefähr so nice. Der Pool. What the fuck? Ja, Leute, so hätte es halt die letzten paar Tage schon sein können. War es leider nicht, sondern 10 Grad und Regen. Aber ist okay, weil das lohnt sich gerade echt noch. Gerade echt schön. Ja.
Daniel will, dass ich in diesen Pool reingehe. Jetzt komm ich schnell nicht so. Lass mich jetzt. Aber bis da. Jetzt können wir alle sehen, was anders für eine Vagina ist. Wie, du versuchst mich da reinzuschubsen. Sag's dir, das wird nicht gut für dich enden. Das wird nicht gut für mich enden, was willst du denn machen? Ach, du bist so ein kleiner Hamster, Alter. Ich kann nur einen fucking Fuß rein. Oh, komm, you got this. Just einmal rein. Es geht nicht. Das Wasser ist wirklich kalt, Leute. Daniel tut so, als wäre es nicht so kalt, aber es ist wirklich, wirklich kalt. Okay, wieso grunzt du so? Weil es kalt ist. Okay. Ich bin drin. Damn, ich bin drin. Girl, damn. Ich bin drin. Oh Gott, nein, nein. Oh, es ist kalt. Girls, congrats zu eurer 300. Folge. Ich hoffe ja, dass wir da mit Berlin auch irgendwann hinkommen. Und wir sehen uns später um 22.15 Uhr. Ich möchte nur ganz kurz betonen, dass das Wasser hier höchstens 3 Grad warm ist und ich hier rein musste. Und Daniel springt jetzt hinter mir rein. Das will ich sicherlich. Doch, das willst du sicherlich. Ja, das kannst du so von dir. Hä, du hast gesagt, dass ich rein muss? Also, bist du so doof, dass du denkst, dass ich in diesen scheiß Pool springe? Alter, dann ist bei dir echt, hast du echt eine Schraube locker, Alter. Ist dein Ernst? Ich werde hierfür nicht bezahlt. Diese Scheiße springe ich sicherlich nicht rein. Wir müssen gleich zum Flughafen fahren. Du bist jetzt wirklich nicht im Pool. Safe. Es ist sauwindig und saukalt, aber wenigstens ist der Eisladen echt nur so 200 Meter entfernt. Und Eis geht eigentlich immer, egal bei welchem Wetter. Deswegen gönnen wir uns jetzt. Ich weiß noch nicht, ob ich heute einen Becher nehme. Ich glaube eher nicht, weil letztes Mal hatte ich ja schon Becher. Aber so 3 Kugeln sind auf jeden Fall drin. The New York Cheesecake. Nice. Beautiful. Beautiful. Sogar hier in Barcelona wird Ivana erkannt. Ich bin richtig überfordert mit dieser Situation. In Deutschland bin ich es gewohnt, aber hier? Also auf ihrem Instagram war das schon so, dass du hast ja voll viele Kommentare bekommen, dass Leute so, oh, sie ist hier. Sie ist hier. So süß. Wir sind jetzt fertig mit dem Eis. Der Josh muss jetzt weg, weil er ja noch Dinner Date? Yes, with my Dinner Date. Mit seinem Housemate hat. Und wir laufen jetzt erstmal zurück zur Wohnung, weil ich muss diese Cupcakes heute fertig backen, um mein Video zu drehen. Also gedreht wird erst morgen, aber gebacken wird heute.
Okay, wir werden jetzt unsere Backaktion hier starten. Die Cupcakes brauche ich nämlich für morgen. Morgen wird das Video gedreht, aber die Cupcakes muss ich vorher vorbereiten. Wir haben leider weder eine Schüssel zum Umrühren noch eine Waage, deswegen werden wir ein bisschen improvisieren. How about that? Yeah, I think that's right. Okay, das ist ungefähr half a cup. There we go. Bisschen Diabetes. There we go. Das ist jetzt die absolut gesündeste Mische, die es gibt. Butter und Zucker, beziehungsweise Margarine und Zucker. That's like one and a quarter. Übrigens, den Schneebesen haben wir heute extra hierfür gekauft. Der war nämlich vorher auch nicht am Start. Voller Einsatz. Backpulver. Ich habe aus Versehen Baking mit Safran gekauft. Also Dennis hat gesagt, es schmeckt gut, deswegen. So, das ist jetzt der fertige weiße Vanilleteig. Und haben heute extra Muffinförmchen geholt. Und das werde ich jetzt da reinfüllen. So, das ist jetzt im Ofen, muss jetzt 20 Minuten backen oder so und hoffentlich gehen die auf. Ich bin momentan ein bisschen skeptisch, weil das Ganze so ein bisschen improvisiert war, aber ich meine, zum Schluss muss ich es essen, deswegen. So, wir sind jetzt hier angekommen am... Was? Ja, wir sind angekommen im Aquarium und wir haben noch 1,5 Stunden Zeit, da durchzurennen, denn es macht jetzt gleich zu. Und Leute, ihr habt das bestimmt gerade mitbekommen bei Ruben, dass mich gerade 2 Mädels erkannt haben. Also, das ist gestern auch schon passiert, aber das ist so krass, weil... Also, in Deutschland kenne ich das ja schon, aber in einem ganz anderen Land erkannt zu werden, ist dann wieder was ganz anderes. Und das ist schon echt krass. Ihr habt auch gemerkt, ich war mit der Situation auch gerade total überfordert, weil ich hätte damit einfach nicht gerechnet. Also, ich hätte damit null gerechnet, dass das passiert. Okay. Puh, ich muss auf jeden Fall gerade ein bisschen runterkommen, weil das ist ja nicht einfach selbstverständlich. Kannst du die Wahl machen? No! Oh Gott! Okay, stopp, Plot Twist. Ivana wird erkannt an der Kasse. Leute, ich bin gerade wirklich ein bisschen leicht überfordert. Ich bin sehr angespannt. Die Kassiererin möchte jetzt ein Foto mit mir machen. Das ist total komisch hier. In einem anderen Land. Also es ist nicht komisch, ne? Nicht so verstehen, was ich mich hier gerade anstelle oder so. Es ist schön, aber ich muss damit erst zurechtkommen. Wir sind jetzt auf jeden Fall hier im Aquarium angekommen, aber anscheinend ist Ivana so ein großer Star, dass sogar die Leute hier sie erkennen und sogar die Leute an der Kasse sie hier erkennen. Ivana ist überfordert, ich bin auch überfordert. So, und jetzt sind wir irgendwie im Dschungel. Ja, herzlich willkommen zu Ich bin ein Star, holt mich hier raus! We'll be right back.
Also es war auf jeden Fall eine erfrischende Experience hier im Pool, die Daniel leider nicht mit mir geteilt hat. Ja, jetzt müssen wir aber jedenfalls schon wieder los. Wir müssen jetzt noch ein bisschen aufräumen und dann Geld holen. Und dann werden wir auch schon abgeholt, für einen Flughafen zu fahren. Ich bin ein bisschen traurig jetzt, aber ist okay. So, wir sind jetzt am Flughafen. Wie ihr gemerkt habt, vielleicht vorhin, haben wir alles wieder auf den letzten Drücker irgendwie nur geschafft und dann mussten wir uns übelst beeilen und hier übelst rennen. Und wie es dann immer so ist, ist unser Flugzeug noch nicht mal da. Also haben wir noch voll viel Zeit und ist alles eigentlich voll gechillt. Hab voll Hunger bekommen. Ich habe voll Hunger bekommen, deswegen hole ich mir jetzt noch was zu essen. Und ja, ich denke mal, dann kommt unser Flugzeug irgendwann und dann können wir langsam einsteigen. Okay, die Oberfläche sieht ein bisschen komisch aus, aber die sind braun und glaube ich durch. Lucky hat mir gesagt, ich glaube, also sie meint, das liegt daran, dass der Teig ein bisschen zu flüssig war und dann sind halt so Bubbles da drin und deswegen ist die Oberfläche ein bisschen komisch, aber sollte essbar sein, deswegen hole ich die jetzt auf jeden Fall raus. Hier sind die Muffins. Ich habe die jetzt mal abgedeckt. Und weil der Ofen noch an war, haben wir uns eine leckere... Oh mein Gott. Man erkennt jetzt gar nichts mehr. Aber da ist auf jeden Fall eine leckere Tiefkühlpizza drin. So, wir gucken jetzt gerade meine Folge. Und obwohl Lucky kaum Deutsch versteht, guckt sie das mit mir. Das ist doch mal hier echte Freundschaft, Leute. Internationale Freundschaft. International friendship. Because you're watching this with me without understanding shit. Ich würde es auch echt selber machen, aber ich habe halt kein Werkzeug. E qua? E chi qua? Il beluga adesso è. Haie! Oh mein Gott! Mini-Haie! Oh meine Güte, ey! Leute, einfach Mini-Haie. Ich finde die richtig süß. Ja, aber die brauchen doch viel mehr Platz, Ruben. Die haben keinen Platz im Finden. Ja, als ob. Das ist für die egal, ob die jetzt 5 Meter nach da schwimmen oder 100 Meter nach da. Zum Beispiel bei solchen Fischen kann ich es verstehen, dass die nicht viel Platz brauchen. Hallo, Dori. Ich kann gar nicht. Und da sind doch diese ganzen Nemos. Ich finde Nemo. Ich habe ein paar von Nemo gefunden. Oh wow, da geht's hier nach oben. Oh mein Gott, ich habe Anushka gefunden. Wie ihr seht, die Leute sind gut drauf hier. Die Leute sind mega drauf. Es ist White Pearl Mountain Days. Yeah. Es ist Clapdown in the House, Louisheim. Später Mama Dresel, wir rocken den Shit. Leute, sind schon verrückt hier, ne? Im Moment legt gerade ein DJ aus Berlin aus, ja? Berlin. DJ aus Berlin. Lassen die sich hier extra herholen, dass hier mal die Party abgeht. Ich nehme euch jetzt rein wieder. Thank you.
sagen, der Berliner spielt wie gewohnt einen heißen Beat. Kommt halt aus Berlin, ne? Was soll man sagen? So, wir sind jetzt fertig. Wie fanden wir das? Ich fand es lustig auf jeden Fall, aber auch ein bisschen klein für den Preis. Wir haben jetzt hier noch so ein schickes Bild gemacht von uns. Richtig toll. Eine Erinnerung, die wir für immer behalten. War's das? Ja. Was machen wir jetzt? Whirlpool im Hotel. Update zu meiner Ivana-Diät. Das läuft super gut. Ich habe bis jetzt alles gegessen, was sie auch gegessen hat. Sonst nichts. Ja, aber das Frühstück auch heute Morgen hat übelst gesättigt. Du hast ja gesehen, wie schlecht mir war. Ne? Ja, aber ich mache doch die Challenge, dass ich mich ernähre wie du. Ja. Und ich habe es bis jetzt durchgehalten. Ich weiß. Ich habe noch keinen Burger gegessen, keine Pizza gegessen, obwohl ich gerne würde. Das ist der Kolumbus. Wollte ich euch mal kurz gesagt haben. Ist der das? Ja. Das ist die Statue von Kolumbus. Geil. Mhm. Und er zeigt nach Amerika. Indien. Weil er wollte ja Indien entdecken. Deswegen heißen die Indianer. Dummkopf. Aber ja, da kommst du her, wo er hin zeigt. Wir haben uns jetzt noch bei Starbucks geile Sachen geholt. Peach-Eistee. Übelst geil. Und unser Flugzeug ist einfach immer noch nicht da. Das heißt, wir hätten uns gar nicht so doll beeilen müssen, wie wir uns jetzt beeilt haben. Es war komplett sinnfrei. Ja, stimmt, sie hatte 102. Wir haben uns jetzt erholt von den Strapazen auf der Alm. Nee, wir sind jetzt wieder cool drauf, entspannt. Wir gehen jetzt das Futter an, was fratzen und mal schauen, was es heute gibt. Und danach, danach müssen wir wohl nochmal los, glaube ich, so wie es aussieht. Leute. Film, Bruder, Film. Schaut ihr was? Hallo? Ich war mein Team. Die sollen eh alles machen. Ja, klar. Wem habe ich eigentlich als Begleitung bei? Bin ich bescheuert? Warum nehme ich so einen Vogel mit? Egal. Ich glaube, das liegt an der Pizza, aber ich bin so müde. Ich glaube, dass die Pizza mir einfach super schwer im Magen liegt und ich chill hier einfach seit über einer halben Stunde einfach auf der Couch und will nicht aufstehen. Die Cupcakes werden morgen fertig gemacht, genauso wie das Video wird morgen gedreht. Ich glaube, der Dennis hilft mir dabei. Nachdem wir jetzt die Folge fertig geguckt haben, ich glaube, ich schaue mir gleich auch noch irgendwie ein paar Episoden Anime an und dann gehe ich auch ins Bett, damit ich morgen früh aufstehen kann und den Rest erledigen kann, der noch auf meiner Liste steht. Ich kann kein Deutsch mehr. Mein Gehirn verabschiedet sich auch langsam. Deswegen verabschiede ich mich hier an der Stelle. Gute Nacht, Leute. Ich gehe mich jetzt noch abschminken und wir sehen uns dann morgen. Tschüss. So, Abendessenszeit. Hier. Ivanas Paradies. Außer das da, das hasst Ivana. Oh, wow. Aber nein. Oh, yes, yes. Hola. Hola. So, wir gönnen uns jetzt doch ein paar Tapas. Guten Appetit. Leute, das ist schon der dritte Gang oder so. Und ich muss sagen, heute rockt es wirklich. Da brauche ich keine ekelhafte Pizza um 10.
Was machst du denn jetzt hier? Ist das Fahrschuss hier? Ja, okay, wer schneller ist. Nee, lauf ruhig. Schnell. Wir haben gut gespeist, haben uns ein bisschen ausgeruht und jetzt geht's nochmal los, weil wir hauen ja morgen schon wieder ab und jetzt haben wir gedacht, nehmen wir nochmal kurz so eine Hütte heute mit. Da ist irgendwie so eine Veranstaltung. Schauen, was da geht. Vielleicht sind wir auch ganz schnell wieder zurück, aber wir schauen mal, was ich und mein Professor heute noch so anstellen. Ciao! So Leute, mein Akku ist leer gegangen. Ich habe mir jetzt einfach mal Ivanas Kamera geschnappt. Du bist so vlogsüchtig. Ich bin vlogsüchtig, ja. Okay. Die Reise geht weiter. What the fuck is happening? Ich kann nicht pfeifen, aber ich habe vor lang nicht mehr gepfiffen. What a time to be alive, Ivana. Hey, wie lange habe ich das nicht mehr gemacht? Hallo und herzlich willkommen bei Berlin, der Show, in der wir pfeifen. Gaga! Taxi! Einfach über die Straße. Ja Leute, es sieht nach einem Happy End aus. Ich glaube, Ivana hat ein Taxi gefunden. Ja. So, und das war's schon wieder. Wir sind erledigt. Wir gehen ins Bett. Ziemlich viel Rummel da drinnen, ziemlich viel Après-Ski. Jetzt will er mich nicht reinlassen. Hallo. So, Abfahrt. Jetzt bin ich da. Alter, ja, genau. Hier sitzt man echt wie eine Prinzessin drin. So, Leute, wir sind jetzt wieder zu Hause. Ich habe mir so eine geile Suppe vom Türken geholt. Mit ein bisschen Reis. Daniel hat einen fetten Döner. Geht auch. Und ich habe gerade gesehen, dass, beziehungsweise Daniel hat gesehen, dass gerade das neue Album oder Tape oder was auch immer das ist, von Drake rausgekommen ist. More Life. Und das muss ich unbedingt gleich mal hören. Und wir müssen unbedingt PlayStation spielen. Und auf Netflix gucken. Morgen gehe ich definitiv in die WG und guck mal, was Kiki so treibt. Schreibt der mal gleich. Frag sie, was sie morgen so vorhat. Kann ich mal ein bisschen mit ihr essen gehen oder so. Ich sag einfach jetzt schon mal danke fürs Einschalten. Gute Nacht, bis morgen. Okay, ciao. So Leute, wir sind wieder im Hotel. Und seitdem wir wieder hier sind, haben wir gar nichts gemacht. Und Ivana schläft schon da hinten. Und deswegen würde ich mich an der Stelle von euch verabschieden. Und ich danke euch von Herzen, dass ihr heute eingeschaltet habt und uns zugeschaut habt. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Okay, ciao.